Hallo, da bin ich wieder. Ich sitze jetzt hier in der Gastro vom Golfclub St. Leon Roth und sitze hier mit unserem Koch, mit dem Ben Langendorf zusammen. Und ja, wir haben so ein paar Fragen an dich, vor allem was das Essen von den Spielerinnen angeht. Gibt es da bestimmte Wünsche oder Vorschriften, was die Captains vielleicht euch auch gesagt haben, was sie beim Frühstück haben wollen, beim Mittagessen, zwischenverpflegungsmäßig? Ja, da war einiges im Vorfeld zu besprechen und zu vorzubereiten und zu organisieren. Er hatte schon spezielle Wünsche. Der Amerikaner war ganz wichtig, die Erdnussbutter und Muffins und viele süße Sachen, was man ja gar nicht denken würde, normal von Sportlern. Aber so das Ausgefallenste sind eigentlich unsere Lieblingsdrinks, die wir morgens immer machen müssen. Der eine ist mit Spinat, Avocado, Äpfeln und der andere besteht aus Kokosfett, Mandelmilch und Bananen. Also das sind so die extravagantesten Sachen, wo man dann auch extra noch Sachen für holen muss. Aber das Mandelmilch. ist dann eher Europa, es hört sich ein bisschen gesünder an. Das Also. richtig. Das sind die Europäer, genau. Das ist natürlich Aber wirklich auch das, abgefahren, wenn ja, die es ist auch Amerikanerin. geschmacklich abgefahren, muss ich sagen. Ich habe es probiert. Also das ist ja kein Salz und kein Zucker und gerade mit Spinat und Avocado und Limette und Apfel, das ist schon spektakulär. Und Aber habt scheint mir ihr, zu helfen, zu ja, führen. definitiv, oder? Habt ihr unten ein Buffet für die Ja, aufgebaut? wir haben in den Umkleiderungs haben wir aufgebaut. Und zwar beide Mannschaften war wichtig, dass sie getrennt sind. Die wollen sich nicht begegnen, wollen auch beim Essen nicht sehen. Also wir haben komplettes Catering für zwei Mannschaften mit Staff für komplett beide Mannschaften. Hier die ganze Woche ein Koch unten, der für die zuständig ist, für jede Mannschaft ein, für jede Mannschaft Servicekräfte und für jede Mannschaft ein spezielles Buffet. Mit den teilweise extra Menschen, teilweise natürlich essen sie auch das gleiche Fisch, natürlich viel Fleisch. Das ist so das Okay. Hauptprodukt, was gefragt ist. Und natürlich dann diese kleinen Extras, ein paar Süßigkeiten, natürlich viele Nussriegel und so Sachen. Wie Aber gesagt, die Caddies sind da dann auch dabei, die vielleicht Caddies sind erinnere dabei, die ich Manager dabei, die Trainer sind dabei, was alles Okay. sonst noch ist. Das weißt du besser, was zu so einer Mannschaft alles Ja, mit dazu einige. Man sieht gehört. ja, dass Ja, einige hier noch mitlaufen, auf jeden das Fall. alles Ich meine, an. wenn die starten ja so gegen 8 Uhr, die frühstücken sie dann auch hier? Ja, die frühstücken, ja. Also wir haben Okay. jetzt an den Spieltagen, fangen wir unten schon in den Lockerungen um 5:30 Uhr an. Also für richtig, richtig früh für uns die ganze Woche. Und es geht auch schon seit Montag, also die sind seit Montag im Haus. Und es ist für uns natürlich auch ungewöhnlich, aber es funktioniert gut und ich glaube, sie sind zufrieden und spielen Das auch ist gut. sehr gut, ja, auf jeden Fall. Super, dann vielen Dank für deine kurze Gerne, Zeit gerne. und wir wollen dich nicht länger Ja, aufhalten es geht und gleich weiter hier, gell? sind uns sicher, dass die Europäerinnen sehr gut gestärkt sind und Ja, weiterhin so gut haben sie noch spielen. heimlich gedopt. Genau, sehr gut. Super, vielen Ja, Dank. gerne, gerne.